Herzlich willkommen, Leute. 11. Folge Durchschnittslänge Podcast. Linde, Marco, Dodo. Ihr wisst, ihr kennt es, ihr wisst Bescheid. Ja, boah, das ging aber sehr schnell heute mit der Begrüßung. Wollt ihr irgendwas zur Begrüßung sagen? Heute Dodo mit Kappel. Also, ich wünsche jedem erstmal einen schönen Tag. Marco trägt seit neuestem eine Brille. Ich bin jetzt Brillenträger geworden, ja. Weil in einem beleuchteten Raum zu Hause trägt er eine Sonnenbrille. Ich bin geblendet von den Neidern. Deswegen habe ich auch das Visier auf der Kappe. Ja, blind genau. Ist das egal, der blendet das aus. Ja. Der kann damit umgehen, ich nicht. Ich auch nicht. Ich kann mit sehr wenig umgehen. Außer mit Frauen, da kann ich gut umgehen. Das kann ich nicht. Bis sie mich kaputt machen. Danke nochmal an alle. Ja, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, Jungs? Also ich bin krank. Ich auch. A.k.a. im Stand. Ich bin wirklich krank. A.k.a. nicht im Stand. Weil das reimt sich. Was? Krankstand? Nein, nee, doch. Ja, vergiss krank. Ich mache einen Podcast und keine Musik. Yes. ja. Ich muss zugeben, seit letzter Folge, ja, fühlt sich das, also die Zeitspanne bis heute hat sich extrem lang angefühlt. Stimmt. Also ich seit einem Monat kein Podcast mehr aufgenommen. Ja. Stimmt. Stimmt. Finde ich auch. Das kann ich betrachten, aber du hast recht. Ja. Wir haben übrigens eine Neuerung in unserem Setup. Ja, falls wem auffällt. Okay, passt. Danke, Lindy. Wir haben sorry. Wir haben das gleiche Mikro nochmal. Und ich hoffe, das ändert was. Und wenn nicht, ist es auch scheißegal. Das ist gut fürs Feeling. Yes. Falls wer spenden will, spendet so circa 100 Euro plus minus. Können wir uns ein drittes kaufen für unseren Herrn Marco da. Oder spendet es auch mehr. Wir geben euch nirgendwo einen Link. Schreibt es mir einfach. Ich schicke euch Lindes Bankdaten. Die habe ich jetzt nämlich. Ja, sonst ist irgendwas passiert. Ich muss sagen, die Woche war extrem nice. Also, ich habe auch eine super. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum eigentlich. Ich so drüber. Ich habe einen guten Call. Ja, wegen dem Wetter. 100% wegen dem Wetter. Safe. Ich sitze da mit der Kurze. Jetzt sind wir nackten Beine. Ich hoffe, meine Pimmel sieht man nicht durch. Ja, das Wetter ist schon Premium, Alter. Die Laune ist echt 10-mal besser. Wie viele Stories habt ihr gesehen mit Traumtagerl? Zu viele. Bei mir waren es 4 oder 5. Aber auch verständlich. Ich glaube, bei mir gar keine. Und ich habe 2 Instagram-Posts rausgehauen, das heißt was, weil ich poste im Halbjahr circa, wenn überhaupt einmal. Einmal quartalsweise. Ja. Same. Gibt es noch irgendwas, gibt's, wenn ich, was habt ihr gemacht die Woche, was habe ich gemacht? Ich habe gearbeitet, ich war auf einer Geburtstagsfeier, schau doch mal, alles Gute, Helle. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Wir haben jetzt eine neue Profession gefunden. Ja. Was ist sie? Möchtest du irgendwer verraten? Du. Ich? Du, mach du. Ja, das ist jetzt ein bisschen auspacken. Wir sind jetzt Tätowierer geworden. Mhm. Wir haben uns alle tätowiert. Gegenseitig. Hab ich die gestern da lassen? Ja, gell? Ja, zum Glück. Super steril, aber Leute, gar keine Sorge. Wirklich? Wir sind absolute Profis. Ja. Ganz starke Desinfektionsmittel, wo nicht mal oben steht, das ist steril. aber ja, sieht man da was? Okay, das schaut irgendwie kacke aus auf der Kamera. Das habe ich gemacht. Ich habe ganz viele verschiedene. Lindy hat auch was gemacht. Lindy hat mich tätowiert, ich habe mich tätowiert. Therese hat mich tätowiert, ich habe mich tätowiert. Wer andere hat sich nicht über mich drüber... Also ich durfte mich über keinen drüber trauen. Danke nochmal, Jungs. Bei mir hättest du dürfen. Aber ich wollte einfach einen Toast. Über den Marco drüber fahren, oder was? Ja. Du kannst gerne über mich drüber fahren, Bro. Das sagen alle. Aber ich will nicht immer nur für meinen Körper ausgenutzt sein, sondern auch für meine Dienstleistung. Ja, aber es macht unfassbar viel Spaß. Ja. Es ist so witzig auch. Ich meine, ich habe 2 gestochen. Bei einem bin ich sogar ein bisschen ausgerutscht. Ey Leute, ihr wollt es nicht wissen, da tanzt man auf dieser Gefahr. Ja, ja. Das ist auch richtig, so richtig lustig. Richtig viel Nervenkitzel, richtig viel Spaß. Aber auch, es macht wirklich Spaß. Und wenn man sich dann irgendwie selber anschmieren kann, ich meine, ich werde es zwar in spätestens 2 Jahren bereuen, wir denken, warum habe ich das gemacht, aber ja, ich finde es cool. Ich war aber auch die vergangene Woche ziemlich unternehmungslustig. Ja. Also ich meine, ein Fußballspiel zugeschaut, war spazieren in der Sonne, ich weiß nicht, die letzten Treffen waren auch alle irgendwie gut drauf, ich glaube, es wirklich am Wetter. Stimmt. Ja, ich glaube, safe. 100%. Ja, safe. 100%. Und natürlich hoffen wir, dass ihr auch eine wunderschöne Woche hattet. Ja, müssen wir sagen, oder? Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Weil eigentlich ist es mir auch wirklich egal. Scheißegal. Wirklich. Wieder mal, gibt's Klassiker. Gurkenwasser. Overrated, wenn wir schon dabei sind. Overrated, das ist so overrated. Okay, ja, wurscht. Jedem das sein. Ich bin generell Sprudelwasser overrated, also ich mag mein Wasser still. Wir haben uns zum ersten Mal auf etwas vorbereitet. Und zwar
Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Marco hat sich ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Du hast dir zwei Sachen aufgeschrieben. So, das, was ich jetzt jede Woche machen will, weil ich es cool finde, weil mir so viel einfällt. Underrated und overrated. Und zwar, heiße Pommes sind overrated, finde ich. So ganz heiße, die frisch gemacht sind, finde ich nicht so gut. Bei Mackie freue ich mich, wenn die Pommes warm ich und Ledger sind. Genau. Was? Ledger, für die, die es nicht verstehen, ist, wie sagt man Ledger? So vollgesogen und gatschig. Ein bisschen weich. Ein bisschen weich. Und nee, Mann, was? Doch, für mich die perfekten Pommes sind lauwarm, versalzen und Ledger. Ja, versalzen. Versalzen sowieso, ich übersalze alles. Also bevor ich überhaupt anfangs bis gemacht habe, salzig ich schon. Mhm, ja. Da hat meine Schwester irgendwann Tick, die haut sich so salzig über alles drüber, dann ist immer wirklich zu versalzt, dass ich es nicht essen kann. Aber die boah, krass. Immer wieder. Salz ich hab, und Pfeffer, immer auf alles. Ich habe aber gelesen, dass Raucher viel salzen. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, aber ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Ja, ich rauche zwar nicht mehr, aber ich salze gerne beim Essen. Extrem. Oder generell würzen, weil mein Vater würzt alles mit Pfeffer. Also der benutzt nur Pfeffer. Ich benutze ziemlich viel Salz und wenn ich koche oder wenn irgendwas warm war oder weiß ich nicht, was durch alles nachwürzen mit Knoblauchpulver und Paprikapulver. Boah, Knoblauchpulver ist so ein Banger. Knoblauch ist generell Banger. Yes. Aber auch nur, wenn beide Personen, zum Beispiel wenn meine Freundin hat, beide Knoblauch essen. Weil sonst geht es der anderen Person auf die Eier. Kurzer kranker Call von mir. Wenn du Chips hast, ja, da musst Paprikapulver drüber geben. Über das Chips? So stark, ehrlich. Chips finde ich auch overrated. Chips sind massiv overrated. Ich mag sie auch nicht so. Takis, overrated as fuck. Also ich sage Cheetos größer Takis, meiner Meinung nach. Ja, viel besser. Vor allem die Flamin' Hot Cheetos. Flamin' Hot sind unglaublich. Bro, geistesgestellt. Ich habe in Amerika am Tag, glaube ich, ein, zwei Also wer wirklich einen Zehner für einen Takis-Backerl ausgegeben hat? Schau doch, Maki. Kommt. Das, was so groß ist und die Hälfte nur befüllt ist. Ja, ja. Skandal. Kostet Luft. Ja, ehrlich. Die schmecken auch. Sie sind okay, weil sie geil scharf sind, aber... Ja, für mich sind die zu hart. Also wenn wir über Soßen geredet haben, das ist sehr underrated, also underrated. Die beste Soße, die es auf dem ganzen Markt, auf der ganzen Welt gibt, sagt auch meine Tante, die in Amerika im Soßenland wohnt, habe ich das schon mal angesprochen, ist scheißegal, ist Höllenfeuer-Ketchup von Heinz. Ja, das ist stark, das ist stark. Ich esse kein Ketchup, OG, aber Höllenfeuer-Ketchup. Das ist ein OG. Wahnsinn. Ja. Meine Tante lässt sich von meiner Mama dieses Höllenfeuer-Ketchup schicken in die Staaten, wo es Millionen gibt's von schaffen. Nicht? Nicht so. Nicht okay, so gut. Krass. Ich glaub, Felix generell, ist das, gell? Marke, oder? Heinz, oder? Ist das das? Keine Ahnung. Felix ist die Marke, die die Mackie-Soßen nachmacht. Echt? Ja, ja. Da gibt es Sour Cream und so. Ja, ja. Machen die nicht auch Alufolie? Alufolie? Alufix ist das, die Alufolie macht. Fix, das schaut nur gleich aus, das Logo. Aber was ich sagen wollte zu den Gewürzen, kleine Story. Ich hatte Blinddarm-Operation, ja. Und mein Opa hat mir auch 2 Jahre nach dieser scheiß Blinddarm-Operation hat mir mein Opa immer gesagt, ich darf mein Essen nicht salzen und pfeffern, weil sonst habe ich... 2 Jahre? So. Ja, da würde ich jetzt zu meinen Großeltern essen gehen, ja, würde es noch immer sagen. Soll. Und das war jetzt schon 5 Jahre her oder so. Geiler Blick. Du vergisst das wahrscheinlich jedes Mal. Ja. Ja. Habt ihr irgendwas, was overrated ist? Vapen overrated. Vapen und Shisha total overrated. Ja, Alter. Also ich war in dieser Shisha-Phase, ich weiß nicht, ob ihr da auch drinnen wart. Ich bin immer mitgegangen, aber ich habe, glaube ich, am Tag Einzug genommen. Aber auch ganz früher, wo ich wirklich extrem jung war, da hatte ich so eine kleine Shisha. Ja, mit 16. Da habe ich mich halt immer cool gefühlt. Ich habe da immer ein Köpfchen geraucht. Bis zu den Homeoffice-Zeiten habe ich noch immer so ab und zu ein Köpfchen geraucht. Jetzt, ich glaube, das ist auch jetzt no racist oder so, aber ich kenne weniger Österreicher, die viel Shisha geraucht haben. Bis gar keine. Ja. Vor allem so alleine zu Hause oder so. Kenne ich keinen einzigen Österreicher, der alleine zu Hause Shisha gekocht hat. Ja, ich habe auch schon regelmäßig alleine, was natürlich ein sehr einsames Hobby ist, weil das Problem ist, du rauchst durchgehend, da scheppert dir der Kopf so hart. Sonst geht's aus. Oder geht das aus? Ja. Alter, wir haben uns einmal, da hatten wir so eine, meine Eltern waren nicht zu Hause, glaube ich, aber sie wussten davon, haben wir so eine Gartenparty bei mir gemacht. Da hat halt diese kleine Shisha von 10 Euro mit Selbstanzünderkohle. Boah, Selbstanzünderkohle. Ja. Und haben unten Milch reingeben, weil das Gerücht war, dass mit Milch raucht es besser. Und wisst ihr, wie geistesgestört diese Shisha raucht hat? Die besten Menschen der Welt sind, die unten in die Bowl Wodka reingeben hat. Das ist das Dümmste, was man jemals machen kann. Das ist so blöd, Alter. Ach Gott. Ich habe da auch schon Eistee eingefüllt. Apropos Rauchen und Shisha,
Für mich war es immer so, ich Shisha rauchen bitte, nicht Shisha, ich hasse es. Ja, wurscht, ich auch immer. Im Sommer rauchen fand ich immer extrem scheiße, wenn es so brennheiß draußen war. Ja, also das schmeckt nicht so geil. Ich rauche auch generell Zigaretten lieber im Winter als im Sommer. Ja, das schmeckt besser, ja, ich weiß nicht wieso. Naja, das war bei mir aber auch so. Wieso, ich der Einzige bin. Ja, ich glaube, dass, weil viele brauchen auch unbedingt, ja, bei mir ist eigentlich auch so, aber ich würde rauchen ohne was zum Trinken, aber ich rauche halt viel lieber, wenn ich was zum Trinken habe. Ja, safe. Und weil du im Sommer durchgehend Durst hast, ich glaube, das spielt so irgendwie zusammen. Ja, wegen der Hitze oder so. Ja, die Hitze ist auch nervig. Habt ihr das auch früher gemacht? Immer wenn ich im Schwimmbad war, habe ich, sag mal, so eine ganz normale Eisteeflasche genommen, dann habe ich unten ein Loch gemacht, auf der anderen Seite auch ein Loch, da habe ich dann die Zigarette reingesteckt und dann habe ich so... Eine Bong oder was quasi? Auf der Zigarette-Bong. Ja. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ehrlich jetzt? Warum macht das haben bei Chink uns damals im Arquasplash, hat das jeder gemacht. Arquasplash. Ja, okay, ergibt Sinn irgendwie im Arquasplash. Ich dachte, das ist so gängig, dass man das macht. Nee, also, na gut. Nee, eigentlich nicht. Aber ja, Vapen overrated. Schwer total. Overrated, ich weiß es nicht, ich halte halt wirklich nichts davon. So ab und zu, wenn wir vorziehen und irgendwer hat so eine komische Vape in der Hand, so wie jeder, sag ich auch gemein, sucht dann kurz für Geschmack. Könnt ihr euch erinnern an dieser Hype letztes Jahr, diese HHC-Sticks, Vapes? Tu nicht so, als wären wir da nicht total drin gewesen. Du auch? Ja. Ich habe während der Arbeit im Gym die Kunde ja, extrem. Markus sowieso, der ist. Ja, ich fand das eine coole Alternative, aber auch, Alter, das hat immer so gescheppert. So während der Arbeit, Bro, ich habe mit einem Arbeitskollegen diesen HC gekocht, Bro, wir waren geistesgestört drauf im Gym. Die Dinger waren sehr ehrlich. Ja, das war danke an Mische. Ja. Ich war teilweise, wenn ich das geraucht habe, so ganz komplett neben der Spur. Das stimmt. Also ich war richtig verwirrt auch. Ich habe Sachen gemacht und dann denke ich mir, wieso mache ich das jetzt eigentlich? Wie zum Beispiel ein Loch in die Flasche machen, die Zigarette rein. Ja, genau. Stark. Marco, irgendwas, das overrated ist? Mm-mm. Nein. Gute Hausaufgaben. Dann Marco, auf den kann man sich verlassen. Ich habe es eh gesagt, mir ist nichts eingefallen. Ich habe noch einen. Wirklich ein Banger. Ich finde Hot Pants extrem overrated vom Aussehen. Damals, so wo ich 17 war oder 16, da fand ich es sehr sexy. Na, das geluscht, gell? Das geluscht, ne? Vor allem die ganz kurzen, wo man so bloß... Diese Underbutt. Diese Arschfalte. Ja. Ich finde diese Arschfalte auch so overrated. Damals hat man nur auf diese Arschfalte geschaut. Da hat der Arschform, haben keinen Pass, wo so lang diese komische Falte da ist. Weiß ich nicht, ob es overrated ist. Das ist wie die Falte, wenn so dicke Leute, also festere Leute, viel zu enge Jeans haben und das oben so rausgeht. Reverse Ausspalte. Ja. Nee. Was ich eigentlich fast dasselbe in der Hochbands. Das sind so kurze Röcke. So Tennisröcke sind geistesgestört. Ja, aber die haben schon nicht was. Dank, ja. Also finde ich schon auf jeden Fall attraktiver als. Damit hast du mich. Du kannst egal was anziehen. Achso, ich dachte, du findest es overrated. Nein, du kannst okay. Egal was anziehen, solange ein Tennisröcke dabei ist. Wahnsinn. Ja, unglaublich, finde ich auch. Ja. Generell. Oder von mir springe ich auf diesen Hype-Train an, aber es ist. Ich finde so. Na, Hotpants, ich weiß nicht, Hotpants haben wir auch irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwas, keine Ahnung, weil ich glaube, das war die Phase, wo ich so 16, 17, 18 war, da war so im Hype. Ja. Und da hat irgendwie jeder getragen. Ich finde, das ist so das typische Teenager-Ding so. Ja, ja. Wenn ja, eine Person, keine Ahnung, über 30 ist und die trägt eine Hotpants, jetzt nicht dagegen, aber ich finde, das fühlt sich so unpassend an einfach. Ist unpassend. Nicht fühlt sich so an, das ist, glaube ich, unpassend. Was damals auch komisch war, so die Hotpants-Zeiten, sie musste so eine perfekte Länge haben. Zu kurz war nuttig und zu lang war so einfach, wie nennt man das? Ja, wie eine Jordan. So wie Dreiviertelhose. Dreiviertelhose. Wie nennt man das? Da muss ich mal meinen Vater denken. Das kommt aber auch wieder in den. Ja, der rockt die ehrlich. Ich rock auch noch die, was du mir geschenkt hast, diese von Jordan. Ja. Das Beste ist, mein Dad hatte so eine Dreiviertelhose, die konntest du unten so abzippen, weißt du? Da konntest du so eine Fußlänge weggeben. Alter, wenn wir am Strand waren, und kurze Hose. So und die Crocs im Sportmodus, oder? Ja? Oh, Crocs im Sportmodus. Oh, Crocs sind geil. Ja, ich liebe Crocs. Wirklich geil. Ich habe ja in. Wo wir noch underrated, kann man sagen. Crocs underrated. Ich finde, die können auch. Ich meine, ja, jetzt durch diesen Lightning McQueen, so danke Sydney. Ich finde die eh cool irgendwie, aber dadurch, dass jetzt so auf diese steigert, es gibt so coole Crocs. Ja, ich finde viele Sachen, wo drauf gesteigert wird, halt, dass sich viele Leute hinterher kaufen, ich finde das nicht cool. Das ist dann sofort uncool. Das war so bei den Nike Dunks, für mich eine super Alternative zum Air Force One. Wo der Air Force One schon so gesteigert wurde. Ja. Damals, wo ich 12 war und welche hatte, hat keiner mich drauf angesprochen. Ja, fix. Und dann hat man halt, ich fand immer die Panda Dunks extrem nice, aber dann hat sie jedes Sau gehabt, Alter. Die wurden vergewaltigt, diese Panda Dunks. Und ich hatte dann diese coolen Panda Dunks. Die was der Marki jetzt hat, gell? Ja, genau. Das waren genau dieselben. Es waren Panda Dunks, aber in SB.
Ah, okay, ja. Das ist ein langes dicker, Gespräch. Oder? Genau, ist die dicke Sohle, andere Schuhbänder, andere dicke Zunge, andere Sohle, andere Schuhbänder. Ja. Die waren cool. Ente drauf, glaube ich. Die wurden aber richtig kaputt gemacht. Eine, wie nennt man das? Pekinger Ente. Nein. Wie nennt man das nochmal, das scheiß Tier? Eine Taube. Wegen Pigeon, so. Das ist die Marke, die die gemacht hat. Ist ja wurscht. Deswegen finde ich, sind viele Sachen so tot für mich so, weil es einfach so, jeder hat sie so. Ich habe noch keinen Air Force Träger, wo ich Air Force extrem schön finde, aber ich komme jetzt langsam wieder drauf, weil ich habe ein toller Schuh, top, sag ich. Ja, yes. Ja. Aber der weiße, langsam haben die Leute, die noch Air Force tragen, sind meistens diese mit, also einfach ein anderes farbigen Swoosh haben. Die kann ich sowieso nicht ernst nehmen. Ja, die meisten Leute haben keinen Style. Na, wenn ich mir welche kaufen müsste, oder? Ganz weiße. Ganz weiße. Ja, die kann man, aber auch nur, die kann man nur noch rocken, wenn sie frisch sind. Ich trage meine abgehatschten, trage ich bei der Arbeit, aber das sieht mich keiner außer 70-Jährige. Ja, was ich cool finde am Air Force ist, du kannst ihn extrem gut updressen und downdressen. Ja, das du kannst ihn eigentlich zu allem anziehen. Ja. Deswegen finde ich schwarze Air Force so cool. Ich habe diese, so eine Anzug-Jogginghose, also was mit Buntfalte, diese Jogginghose, die manchmal ausschaut wie eine Anzughose, wenn ich die mit irgendeiner coolen Jacke oder so trage und die schwarzen Air Force, schaut aus, als wäre ich sehr schön anzogen. Wenn ich einen schwarzen Air Force mit einer grauen Jogginghose anhabe, schaut aus, als würde ich jetzt irgendwie umbringen gehen oder so. Ja. Das finde ich cool. Schwarze Air Force ist sehr underrated, finde ich, weil viele Leute sagen, schwarze Air Force schon scheiße aus oder so. Ja, finde ich auch. Ich finde, die werden so schnell dreckig. So schnell dreck, Mann. So schnell dreck. Ja. Und es gibt nicht viele ganz schwarze Schuhe, die man anziehen kann, finde ich. Also mir ich bin eigentlich gar kein Fan von schwarzen Schuhen. Ich auch nicht, ich das ist ja das. Aber die finde ich gerne. Was mich aufregt, sind weil ich habe. Sorry. Die, das ich kostet. Das kostet. Ich habe mir vor einem Jahr oder so 4er Jordans gekauft, die Breads, und irgendwie genau zu der Zeit haben auf einmal diese Kinder, die 16-jährigen Central Sea Fanboys, angefangen, 4er Jordans zu kaufen. Was ist dein Lieblings-Jordan? Modell? Kommt drauf an, gibt welche, die ich saugeil finde, aber nie anziehen würde. Das sind zum Beispiel 14er und 11er. 14er habe ich nicht, 11er habe ich schon. So, die man täglich rocken könnte, sind leider basic, aber 1er, 4er. 3er auch super, finde ich. 3er auch super. 3er sind sogar, kann man sogar noch tragen, finde ich cool, aber habe ich keine mehr, habe ich alle verkauft. Aber jetzt trägt halt jeder 1er und 4er. Also 1er auch nicht mehr, aber die sind mir halt jetzt zu dünn und zu schmächtig für die Hosen, die ich trage. Aber jetzt im Sommer Jordans mit Jordan 1 Low geistbestimmt. Sonst was gibt es auch für coole Modelle. Ja, 5er sind sehr cool, aber fangen auch schon an, die Leute zu tragen. Ja, die sind halt auch schweineteuer, Alter. Kommt drauf an. Durch dieses StockX-Dings, Alter. Du siehst einen coolen, ja, das sowieso, aber du denkst, siehst so einen coolen Schuh, denkst so, ah, richtig nice, schaut gar nicht mal so besonders aus, und nur weil er irgendeinen Colorway hat, der eigentlich ziemlich normal ist, aber tot gekauft, kostet der Schuh plötzlich 400-500 Euro. Mids sind sowieso Katastrophe, finde ich. Ja, halt schon, wo Mids geistig bestellt, scheiße. Aber das verstehen natürlich die meisten nicht. Ja, das ist zu viel in die Materie, weil da bin ich, fühle mich jetzt wieder zu wohl, da kommt sie nicht zu Wort. Was ich underrated finde, wo ich letztens das Gespräch mit Marco hatte, Skate 3, das Spiel, PlayStation, oder war das nicht nur PlayStation? Oder auch doch, oh ja, das war safe. So wie Tony Hawk? Null viel. Also eigentlich eine Mischung aus GTA und Tony Hawk. Weil du GTA. kannst du mit dem Skateboard die Leute abwerfen und so. Dann schießt dich irgendeine alte Frau. Ja. Scheiße. Nein, dann eine super coole Story. Du triffst so extrem viele, also echte Skater, also so Promis-Skater, professionelle Skater, kommen so vor in den Storylines und so. Und es gibt so auf die Skater angepasst, zum Beispiel einer meiner Lieblingsskater damals war Lizard King, so ein so komplett abgedrehter Typ, so ein Rocker, weiß ich nicht was. Und du bist dann auf irgendeinem Berg und so, und da kommt dir der entgegen und du musst irgendwelche Missionen mit dem machen. Ja. Und so, also irgendwelche Skill, irgendwelche Tricklines oder so. Super cooles Spiel. Eins der besten. Spaß macht die, das war so satisfying. Ja, eins der geilsten Dinge in diesem Spiel ist die Musik. Ich könnte mir jeden Tag nur diese Playlist von dort an, in der Mischung aus Hip-Hop, Trap-Musik, Rock, irgendwelche Indie-Oldies oder so. Sehr, sehr geile Mucke hat auch FIFA Street. Boah, ja. Das ist Shogar. Ja. Shogar Mucke. Aber auch FIFA habe ich nie wirklich gespielt. Ja. So FIFA 15 ein bisschen damals. Das beste FIFA Street ist FIFA das beste. FIFA 15 oder 14 sind die besten FIFA gewesen, finde ich. Ich finde nach 17 war Downfall, aber dann habe ich auch nicht 17 mehr haben alle gesagt, dass das Beste war, aber dass ich wenig gespielt. Ja, ich habe dann irgendwie ziemlich rasch aufgehört. Das Einzige, was ich noch gespielt habe, war dann 23 habe ich, glaube ich, gespielt. Das war letztes Jahr. Ja, genau. Na, total Arsch, Alter. Ja, Bro. Aber Skate 3 total underrated. Mhm. Die noch irgendwas, was underrated ist? Mhm. Underrated. Boah. GTA 5 Updates. Updates? Underrated? Ja, die bringen GTA 6 nicht raus, und aber 1000 Updates. Overrated. Ist das mal overrated? Ja, oh, ja.
Overall. Ja, voll. Ja, geht ja. Das, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum sie das machen, ja, warum sie so viel was, Mühe da reinstecken. Also ich werde jetzt einen Overrated droppen. Ja. Einfach für mich persönlich gerade. Fortgehen. Für mich extrem Fortgehen, overrated. Fortgehen finde ich auch overrated. Also dieses Vorsaufen und dann irgendwie mit Taxi schauen, wer fährt mit wem, in welchem Taxi dorthin. Ja. Dann dort noch weiter saufen, nehmen sich einen Tisch. Da gibst du dann am Abend 200 Euro raus, dass du einfach nichts mitkriegst, weil du so pumpfett bist. Das ist total overrated. Total, da gehst du mit irgendeinem Fremden mit heim und lass dich von dem irgendwo ungeschützt ficken oder weiß ich nicht. Ja, du trinkst jetzt nicht so viel, gell? Ich trinke gar nichts. Ich trinke genau aufs 0,5er Limit 2 Bier oder sowas. Oder nehmen wir einen Schluck. Also ich werde nie vergessen, wo wir fort waren und ich habe nichts getrunken. René hat auch nichts getrunken, Shoutout. Und er steht da und sagt zu mir so, beobachte mal die Leute. Eben. Das ist die schauen doch aus wie Tiere. Und dann bei mir so. Und plötzlich denke ich so, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Ja. Oder dieses auf Krampf, dieses FOMO auf Krampf fortgehen, obwohl man eigentlich, obwohl es einem gerade nicht so gut geht. Das habe ich so das oft ist gemacht. Mir, das ist, dieses Wegsaufen und sowas, ganz schlimm gesagt, gewesen. Fortgehen mit Saufen finde ich total overrated, weil ich gehe fort nicht, dass ich... Warum sauft man sich einmal fortgehen? Nee, es ist schon... Es gibt für mich kein Konzept dahinter. Bei mir, ich gehe fort, damit ich Leute treffe, einfach unter Menschen bin, weil ich will nicht alleine zu Hause und nichts machen. Ich meine, natürlich ist das ab und zu auch so. Na, also so ein bisschen anheitern ist schon, also dieses Wegbetonieren, das ich denke nur Bier, weil es mir schmeckt. Ja, dieses Wegbetonieren, ja, dieses was der Marc immer gemacht hat. könnte ich nicht. Unmöglich. Passage never forget. Hält man nicht drüber. Na, was ich nice finde, ist so, wenn man, sagen wir mal, so einmal im Monat geht man mit allen seinen Freunden, weiß ich, zu 6, 7, 8 oder sowas, geht man fort, dann jeder trinkt, das ist lustig, das finde ich top. Wenn's aber so jedes wäre, Wochenende dann, zweimal. Dann entweder passiert Stress oder einer ist viel zu betrunken und geht jedem auf die Nerven. Oder untereinander streitet man oder keine Ahnung, irgendwer, und da gibt es ein Problem, wie kommt man heim oder wer fährt mit wem mit oder oh, ich habe jetzt eine Leute mit, ich fahre zu dir, ich will die gescheit ficken, One Night Stand so toll. Das Problem ist, was ich sehe, ist so, du kannst halt irgendwie nicht so, es ist so unabsehbar, was passiert. Ich denke mir so, was ist, wenn an dem Abend die Musik komplett scheiße ist? Und das hatte ich von 10-mal Club gehen, sicher 7-mal, dass die Musik richtig Arsch ist. Dann extrem, extrem überfüllt. Ich weiß nicht, wo wir im VIP waren, wo wir rausgehauen wurden, weil irgendein Türsteher oder so mit sich mit irgendwem geprügelt hat, wo sie uns dann rausgehauen haben um 4 Uhr in der Früh. Sowas denke ich mir so, der Mensch ist so dieser fette Fehler in diesem Fortgehensystem, weil es muss einer ausrasten und dann geht es allen am Sack. Das ist ja das, deswegen trinke ich hier nichts und fahre gerne mit dem Auto und gehe nicht mit so vielen Leuten fort und vor allem nicht für Frauen fort. Wenn ich irgendwie Frauen kennenlerne, dann würde ich... Boah, diese Steigern auf Frauen packe ich halt gar natürlich nicht. Natürlich steht man dann manchmal da und sagt, boah, schau, die ist hübsch. Ja, klar. Dieses Gaffen und sowas. Ich würde es auch nie ansprechen, weil... wer macht das nicht? Welcher Typ, der fortgeht, macht das nicht? Irgendeiner wird ansprechen. Jeder. Entweder ich schaue, dass ich irgendwie die irgendwann noch einmal sehe, wenn es mir so gut gefällt, oder ich lasse es einfach. Ja. Weil, ja, das bringt nichts, weil sie ist fett, du bist vielleicht auch noch fett, dann schlafst du einmal bei der oder sowas. Ja, ist nichts für mich. Dann verrutscht das Kondom, dann sagt sie, nimm das Kondom runter, dann sagt sie, schlaf doch bei mir, du sagst, nein, ich muss morgen arbeiten und dann gehst du heim. Genau. Ich war nie so, dass ich da auch mit irgendeiner mitgegangen bin oder so nach dem Fortgehen. Ich fühle das null. Ich finde das auch mies risky, Alter. Und das Schlimmste ist Antanzen. Ist das unangenehm. Vor allem dieses, weißt du, ich habe kein Problem, wenn man sie anspricht und so ein bisschen miteinander tanzt, aber dieses, weißt du, die steht halt random da und tanzt und du gehst einfach von hinten hin und so, tust sie halt so dann der Schwanz an ihr reiben und so ein Scheiß. Das ist so unangenehm, das ist generell, ich finde das. Vor allem, schau, wenn man zum Beispiel im VIP draußen beim Rauchen steht und du, weißt du, sagst, okay, ich fasse jetzt beim Mut zusammen, ich frage jetzt, ob der einen Cheeker oder ob der ein Feuer hat, kommst du mit der ins Gespräch. Ist was ganz anderes, als wenn sie drin in der Tanzfläche steht und du versuchst sie dort irgendwie, willst du was trinken, ich finde dich hübsch oder weiß ich nicht. Die Frauen nutzen das entweder aus zum Aufmerksamkeit bekommen oder gratis Getränke bekommen. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass die aber jetzt hoffen, dass die Mann fürs Leben. Ich würde das auch so machen. Welche eine Frau? Na ehrlich, bei manchen bin ich mir dann zu viel wert, dass ich mir da. Nein, ich denke mir manchmal, du hast es gerade nicht mehr verdient mit deinem schieren Scheiß angreifen, dass du mir jetzt für einen Zehner ein Getränk zahlst. Das denke ich mir so. Ja. Siehst du als Bestrafung lernst. Aber dann lass mich den ganzen Tag nicht in Ruhe. Muss ich meinen Angel-Shop bestellen. Ich habe mal
Einer hat mich mal im Club eingeladen, den habe ich urlang nicht mehr gesehen. Er so, yo, komm, ich zahle dir einen. Ich denke so, ja, nice. Mhm. Und ich war schon wirklich gut bedient. Dann gehen wir so auseinander wieder, haben halt gequatscht so eine halbe Stunde, sind dann halt wieder auseinander, wo wir ausgetrunken haben. Kommt der 2-3 Stunden später, yo, lad mich jetzt auf ein Getränk ein, ich habe dir auch eins zahlt. Fuck. Ich denke mir so, Bro, ja, hätte er mich gefragt, yo, geh mal auf ein Getränk, hätte ich ihn eingeladen. Mhm. Aber die Leute werden so weird, wenn sie halt so wegbetoniert sind. Das ist man das, muss auch das geben können, ohne was zurückzuverlangen. Genau. Ja, ja. Vor allem, weißt du, wer nicht kommt, die gesagt, ja, passt, ich zahle dir an, weil der hat mir auch einen ausgemacht. Dieses Unangenehme. Ja, ja. Ja, verstehe ich. Das ist halt diese Hemmschwelle zur Dreistigkeit des Alkohols. Wenn Männer zu viel Alkohol trinken, werden sie unangenehm. Das ja. Egal, zu 90% der Fälle. Entweder mit Frauen oder sowas, was du gerade gesagt hast, dass sie einfach so entweder stressig werden, das mit irgendeinem Stress machen. Das ist das Schlimmste, Alter. Ja, du bist im Club, so schaust dich halt rum, da schaust halt irgendwen an, weil du denkst, so, vielleicht kenne ich den ja oder der hat was Cooles an oder sowas. Das ist, wo schaust du deppert? Ja. Ich pauke sowas gar nicht. Nein, deswegen, wenn wir fortgehen, letzte Zeit eher overrated. Aber ich glaube, das Fortgehen, wie gesagt, ich will dorthin Musik hören, mit Leuten reden, ein bisschen tanzen und einfach rauskommen. Weil ich gebe, also allerhöchstens, wenn ich irgendwem noch was zahle, gebe ich 30, 40 Euro aus. Ja. Und das gebe ich aus, wenn ich zu Hause sitze und mir was zum Essen bestelle. Also ich denke mir, gut, dann mache ich das halt, weil es auch ein bisschen Gewohnheit dabei. Und ja, dieses, was du gesagt hast, guter Call, das Fortgehen ist total overrated. Ja, ich finde, also für mich persönlich in letzter Zeit, keine Ahnung, mich reizt es halt gar nicht und ich denke so, Mann, es wird dann wieder so unangenehm. Ja, ich verstehe das, aber zurzeit gehe ich ja auch kaum fort. Seitdem ich den Führerschein habe, glaube ich, zweimal betrunken oder so. Ja, fix. Ja, gut. Ja, für eben. Uns. Nein, auch dieses, da kommt mir so vorne 10 Jahre, ich wurde dort zu einer Homeparty in einer WG eingeladen von den Typen. Dann war ich im Club und dort hat mich einer angesprochen und dann habe ich mit dem tanzt und mit dem geschmust. Und dann wollte ich heimfahren, dann ist noch ein anderer zu mir gekommen und hat mich auf eine After eingeladen. Da war ich bei dem auf der After und ein Freund hat mich dann mitgenommen von dem nach Hause und ich habe bei dem geschlafen und das ist schon irgendwie sehr verbraucht, denke ich mir. Ja, keine Ahnung. Ja. Deswegen, ich bin lieber mit meinen 2-3 Homies im Club, weiß, dass ich mit denen heimfahre. Und ja, das ist das Wichtigste. Wenn man als Gruppe fortgeht, muss man wirklich dafür sorgen, dass jeder heimkommt. Ja, also ich hasse nichts mehr, als wenn irgendwer so Scheiß drauf oder was auch immer. Alter, ich hasse das. Ja. Mhm. Oder ich bin Fahrer jetzt und habe irgendwie Mitte angerufen ist und sage, wir fahren jetzt. Und die Person sagt, nee, ich mag nicht fahren. Und ich so, hörst, wir sind seit 4 Stunden dann da. Bleib halt. Aber das Schlimmste ist dann so, na, wart noch. Na, bitte, warte, ja, bitte, bitte. Wie soll ich sonst heimkommen? Lass mal Geld da, dass ich mit dem Taxi heimkomme. Das habe ich aber nie gemacht. Eh nicht. Nein. Aber wie? Dann fühlst du dich auch schlecht, wenn du ihn da stehen lässt, weil der hat gerade seinen Spaß und wie will der da heimkommen, wenn der so fett ist und so. Ja, so viel Verantwortung. Idioten. Ja. Na gut, lass mal das Thema. Es kann auch ein Stück werden, auf jeden Fall. Homepartys sind top, finde ich. Also Homepartys sind so lustig. Homeparty macht so Spaß. Ja, ehrlich. Der Felix Lobach hat ein cooles Bit oder irgendwas Cooles dazu erzählt, diese Studenten-Homepartys. Das Einzige, was ich jetzt in dem Alter mitkriege, sind Studenten-Homepartys. Und ich möchte, außer mich nimmt irgendwer mit und sagt, ja, das wird sicher lustig, komm mit mir mit. Aber ich würde nie, wenn mich wer dort einfach so einladet, so zu randoms auf irgendeine Studenten-Homeparty. Das Geilste ist bei Homeparty, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, ihr seid dort und dann beginnst du so ein bisschen die Wohnung anzuschauen, die so, boah, ist das schön. Ja, und weißt du, das Problem bei mir dann ist, dass ich Kleptomane bin. Oh, ja, okay. Das und dass ich dann halt sehe, okay, das ist sehr schön und das schaut gerade keiner und meine Taschen sind leer und bald immer leer. Das ist das Ding bei mir. Aber ja, wie gesagt, ich denke, immer so im Bad so ein bisschen schauen, so was er so im Schrank drin hat. Das habe ich so oft gemacht, das ist so deppert. Was ich schon alles geklaut habe: einen Schuh, einen Regenschirm, Fernbedienungen. Fernbedienungen? Das ist gut. Ja, das ist da wegen Motoröl. Dann hat sicher einer den Ärger bekommen: ja, du hast auf der Party die Fernbedienung verloren. Du musst mal aufstehen, immer zum Fernseher weiter drücken. Oh, jetzt ist das ankommt. Kacke. Ja. Ja, wie gesagt, haben wir. Ja, das ist herumluschen und schauen, was haben wir. Damals, also in St. Pölten, wo wir waren super. Mhm. Aber wie gesagt, in so einer 40 Quadratmeter Studentenwohnung, wo alle auf einem Tisch sitzen, kann man bitte ein Trinkspiel spielen? Scheiß ich drauf. Ja, wenn, dann muss also gute Musik laufen, alle müssen irgendwie dieselben Personen, also irgendwie was miteinander zu tun haben, oder komplette random sein, wo man einfach Blödsinn machen kann. Aber so, dass alle, ja, okay, ich studiere das und ja, ich war jetzt, ich habe so beim Fahren damals, so war cool. Das war super, finde ich. Ja, das war eigentlich nur Chillerei. Ja, Vor allem, mein Bruder hat in Schweden studiert, der hat mich, aber es war Lockdown, ich habe seit 1,5 Jahren gefühlt kein Licht mehr gesehen.
bin ich nach Schweden geflogen zu meinem Bruder und in Schweden waren halt die Corona-Maßnahmen extrem locker. Die haben da Partys gefeiert. Das kannst du dir nicht vorstellen, was da alles passiert ist, Alter. Scheiben einkaut, gesoffen wie nix. Das war so lustig, ich habe mich gefühlt wie ein Project X. Das ging jeden zweiten, dritten Tag so. Und ich bin da gestanden und dachte mir so, ach du Scheiße, die haben begonnen so die Decken abzureißen. Oh, also das verstehe ich nicht, wie man bei einer Homeparty von irgendeinem Fremden Sachen kaputt machen kann. Zum Beispiel auf der Couch gern. Aber kaputt machen. Zum Beispiel auf der Couch sitzen, das Getränk austrinken und einfach das Ding nach hinten werfen. Sachen halt. Du lutsch mir die Hure. Ja, also. Thema wechseln. Also ich verstehe Vandalismus generell nicht. So, ja, ich war ja damals öffentliche Klos ist das beste Beispiel. Du willst einfach nur dein Geschäft verrichten, das Ding schaut aus, als wären fünf Bomben. Ich verstehe nicht, warum man nicht runterlassen kann. Das Klo in Paris, was ich geschickt habe. Nee, war in Nizza. Geistesgestört. Also, wenn ich darf ich dir das vor Augen führen? Also, falls ihr gerade irgendwas isst oder Snacks, kurz aufhören. Ich will aufs Klo gehen. Vor allem mit dem Teller. Da hat jemand so massiv auf die Klobrille geschissen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war so ein Haufen, Alter. Das war pure Rache. Das war wahrscheinlich ein Mitarbeiter, das auch gestern gar keinen Bock mehr hat. Purer Hass war das. Luca ist ein Haufen in Köln. Wir haben 6-7 Mal spielen müssen, dass der irgendwie nur halb runtergegangen ist. Ich schwöre dir, es ist kein Spaß. Der war sicher so dick. Ich weiß nicht, wie das ist. Mann die Wurstflasche. Der Mann muss ja Schmerzen gehabt haben. Nicht Paul Österreich. Ja, ich glaube auch. Oder ihm hat es gefallen, genau. Wegen Vandalismus, ich war früher Urban Explorer, eigentlich würde ich mich selber nennen, so Lost Places anschauen und so. Ja, das ist immer geil. Das Einzige, was ich einmal gemacht habe, war ein Graffiti. Aber auch nur, weil ich wusste, okay, da schaut es generell schon aus und ich habe halt gesprayt und ich finde Spray cool. Aber so unberührtes, was gab es denn da? Ich war einer von den ersten in Gumpelskirchen, in dieser Fabrik drin war, dort beim Gasthof Keller hinten. Weißt du, welche ich meine? Da beim Bach. Da war ich auch Bach. Das ist so eine verlassene Fabrik. Dort bei diesem also Barbecue. Beim Barbecue. Achso, ja, das kenne ich, ja. Und da war ich einer der ersten, der da drin war. Und es war noch, ist noch alles gestanden. Es waren, hinten waren so, nicht Katakomben, so wo die Arbeiter drin geschlafen haben. War noch Bücher und weiß ich nicht was. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Wort bin, keine Ahnung. Scheiße. Und da war noch alles unberührt. Und seitdem ich irgendwem davon erzählt habe, so den Jüngeren, weil meine Schwester hat auch viele Freunde gehabt und die waren dann auch dort und jetzt haben sie es abgerissen. Oder halt sind gerade dabei, das abzureißen, weil es so ausgeschaut hat. Die haben diesen alles Ort dort auseinandergenommen. Ja, wirklich. Genauso wie hinter der HTL warst du mal in der Tennishalle damals. In der verlassenen? Ja. Bro, wo wir zum ersten Mal dort waren, es waren noch Netze gespannt. Ich meine, ein bisschen was war abgefackelt, weil irgendwer ein Lagerfeuer gemacht hat, wahrscheinlich einen Penner oder so. Und da war ja dann diese Kantine, bei der Kantine sind noch Gläser und so gestanden. Und ein, zwei Jahre später war alles komplett hinnig. Und dann haben sie es auch abgerissen. Oder so Bahnhöfe und sowas. Ja. Mann, Alter, schau manchmal so abkranzt aus. Da gibt's bei Urban Exploring gibt es das englische Wording, ich versuche jetzt das beste Englisch auszupacken. Take nothing but pictures and leave nothing but footsteps. Das ist sehr cool. Das ist nice, ja. Das beachtet halt keiner. Deswegen ist die Urban Explorer Community, Urban Exploring Community, genau, ist auch jetzt auch so verschlossen. Du kommst nur durch irgendwelche Fragen beantworten und Fotos schicken, kommst du nur rein in irgendwelche Facebook-Gruppen und du erfährst auch nur im Austausch gegen einen anderen. Total. Was das ist halt blöd, wenn man, ich kenne nur welche, die jetzt schon meier sind, weil ich schon lange nicht da gemacht habe. Und ich würde das gerne wieder machen. Aber ich liebe das. Ich finde das halt nicht. Hast du gesehen, diesen einen Instagrammer/TikToker, der so in Wien in den Kanälen und den Untergrund. Bro, das ist so geil. Das ist richtig interessant. Es gibt zwei amerikanische Urban Explorer, die sind Explorer, geistesgestört. Bro, die waren in Japan, da gibt es eine, ich glaube, die ist Todesinsel oder so, weil auf einmal alle irgendwie, da war irgendeine Seuche oder weiß ich nicht was, die waren dort, das ist alles noch ganz frisch, die ganzen Krankenhäuser sind noch voll geräumt mit allen Sachen und Medikamenten und Körperteilen und weiß ich nicht was. Das ist so interessant, ich würde das ungern machen. Richtig. Machen wir das mal ehrlich jetzt. Ich habe da so Bock drauf, so Sachen. Das ist das Beste, sie spazieren so in den Wald, tun einen Steinberg, plötzlich ist da so ein Eingang. Ja, das ist das Beste. Was ich urgern mal sehen würde, ist so ein altes Waldhaus, wo noch so Chickpackerl und alte so ganz Kleidung. Alte Sachen. Ja. Und so alte Konserven, wo Minnesalpack jetzt um 1940 oder so ist. So, das würde ich gerne sehen, aber es ist halt extrem schwierig, an solche Sachen ranzukommen. Ja, weil die alle schon kaputt gemacht haben und sowas. Und dann wird abgesperrt, weil da jeder hier. In Österreich gab es eine Disco, die ist abgebrannt, aber nur so halb abgebrannt und die ist dann einfach in Konkurs gegangen.
Also der DJ-Pult ist noch fixfertig dort gestanden, natürlich nicht mehr funktionstüchtig, aber der ist halt dort gestanden und der ganze Disco war noch voll. Das war richtig cool. War das nicht so dort bei mir? Nein. Du weiter fast Richtung Obi? Weil da war auch mal eine verlassene Disco. Nein, das ist irgendwie in irgendeinem anderen Bundesland. Machen wir kurz Pause. So, nach der kurzen, wahrscheinlich nicht Werbeunterbrechung, sind wir wieder zurück. Yes. Lindy hat gesagt, er hat noch ein Overrated, bitte. Und das werde ich niemals verstehen, Jahr für Jahr. Germany's Next Topmodel. Ich frage meine Schwester und meine Mutter, ich verstehe es auch nicht. Mein Vater ist so angefressen immer. Immer wenn er merkt, okay, jetzt ist Sonntagnachmittag, jetzt spielst du die Wiederholung oder weiß ich nicht, was das ist, geht er ins Schlafzimmer, schaut sich dort seine Feuerwehr oder weiß ich nicht, was Serien an oder Baris für Rahmen. Also, das ist ein Baris für Rahmen. So cool. Cool. Underrated. Ja. Ja. Jeremy's Text, Next Topmodel. Ich habe dieses Jahr die erste Folge angeschaut, zusammen mit Theresa. Wir haben so ein Bingo gespielt. So, ja. So eine Person ist da, eine overdramatic Person ist da, was auch immer, Alter. Ich pack das nicht, da sterben mir die Hirnzellen. Ja, das weil die auch alle so schreien und hysterisch sind und so. Vor allem dieser oberflächliche Scheiß, Alter, das ist so oberflächlich. Ich meine, die beste Folge ist immer das Umstyling, falls ihr das schon mal gesehen habt. Wo es dann die Haare abnehmen. Wo es dann weinen und sterben und einen Herzinfarkt bekommen. Ich denke mal, das habe ich mir letztens gedacht, weil ich war genau bei diesem Umstyling, bin ich am Tisch gesessen, weil ich ein bisschen später gekommen bin, weil ich was zu tun hatte am Sonntagvormittag. Und meine Mama und meine Schwester haben das geschaut, wo ich bei denen zu Besuch war. Und da war diese Umstyling und ich habe mir währenddessen so gedacht, warte, was ist, wenn ich dort hingehe als Mann mit einem Boxerschnitt? Was wollen die mich umstylen? Wollen die mir ein Baby aufsetzen? Vielleicht? Färben vielleicht? Ich glaube, die stylen nicht jeden um. Nicht? Nope. Okay. Ja, ja Stefan, die schneiden wir dann. Du bist da weg. Niemals. Dann beißt du sie, oder? Ja, ich beiß richtig hin. Komm her, Heidi. Nein, wir haben leider kein Foto für dich. Oh nein, schade, zum Glück. Heidi Klum, ganz komischer Mensch. Ganz ungeheuer. Ein bisschen suspekt irgendwie. Die ist fake, man. Die schau mal, wie ein Roboter hat Böses im Busch. Böses im Busch, sagst du. Heidi. Ja, mein Vater hasst sie über alles. Er hat gesagt, wenn er die Stimme hört, geht er automatisch irgendwo anders hin. Schon zuvor, weil er weiß nicht was. Ich glaube, das gilt aber allgemein für diese Shows, DSDS und sowas. DSDS war ich früher ein Fan, ja, aber ich keine Ahnung. Ich habe es mit deiner Mutter immer geschaut. Ich habe das ganze Talent ausgeschöpft, sage ich. Und die ganzen Ideen. Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, wenn man so in dieser Materie drin ist, als Model oder als Sänger oder so, ist das sicher cool. Wenn man das ist eine coole Möglichkeit. Ja, man schaut auch sicher gern zu, so wie wir Find the Pro oder so schauen. Ja. Ja. Und du nichts? Ich nicht. Aber ja. Ich hasse es, wenn da jemand. Das Beste ist ja, da gehen ja welche hin und die singen wirklich nicht gut. Wirklich nicht. Ich denke mir so. Das ist halt dieser. Und die nehmen das so voll ernst, weißt du? Die wollen da wirklich. Und ich denke mir so, hast du keinen ehrlichen Menschen in deiner Umgebung, der wirklich sagt, also wirklich nicht böse gemeint, aber ich kann ja auch nicht singen, wenn mir jemand sagt, sing nicht, dann würde ich es mir halt zumindest nochmal anhören. Aber ich denke mir so, hätte ich diese Konfidenz? Bei manchen Sachen. Ich meine, ich finde es trotzdem cool und so, aber. Ja. Und dann sagt der Bohlen da, ja, das ist scheiße, und dann sind sie so urbeleidigt und sowas. Ja, und alle fragen so, oh, Dieter Bohlen hat geschimpft, auch overrated, der Typ, bitte. Ja, er glaubt zu viel. Dieter Bohlen. Der Mann macht nichts gegen dich, Papa, aber der Mann macht die schlimmste Kleidung, die es gibt. Mhm. Oder halt, ist das Gesicht der schlimmste Kleidung, die es gibt. Camp David ist so geil. Und diese Hemden mit komischen Segel. Das ist unglaublich. Ja, Dieter Bohlen, auch ganz weirder Typ. Dieter Bohlen und Heidi Klum stecke ich in einen Topf. Manche Menschen, die ich so sehe, denke ich mir so, das ist so ein Typ halt oder sowas, in 30 Jahren drückst du sie hier, Camp David. Ja, ja. Das ist so geil. Hundertprozentig, da gibt es einige. Ich sage, dass diese Ralph Lauren Boys zu Camp David Männern werden. Ja, die haben viel Potenzial. Viel Potenzial. Das ist einfach teuer und schaut scheiße aus. Ja. Die wollten damals Italien mit dem alten Porsche und Ralph Lauren. Und 10 Jahre später sitzen sie irgendwo in Kroatien in einem billigsten Urlaubsresort und machen, weiß ich nicht, Segelschein oder so. Mit Camp David und Philipp Lein. Ganz genau. Nein, nicht Philipp Lein, weil das ist dann zu teuer. Das machen die Leute auch hier bauen. Das ist unglaublich, diese Straßsteinhaken und sowas. Wenn ihr bleibt, weiß ich nicht. Nein. Muss nicht sein, sage ich. Auf gar keinen Fall. So, Marco, deine Frage. So, ich habe eine Frage. Zum ersten Mal. Wenn du die Möglichkeit hättest, wer anderer zu sein nach deiner Wahl, wen würdest du nehmen oder würdest du lieber du selbst sein? Boah, krasse Frage, ja, Alter. Gute Frage, macht viel auf, aber das ist viel zum Überlegen. Also, hast du schon was dazu überlegt? Ja, also
Es wäre schon nice, natürlich wäre ich gerne irgendein Reicher und so, der was unendlich Geld hat oder so. Aber ich würde ich selber bleiben. Weil ich liebe mich einfach und. Ja, so mein erster Impuls war Cristiano Ronaldo. Genau, habe ich auch so gedacht. Habe ich auch so gedacht. Und McGregor. Ja. Aber im Endeffekt, keine Ahnung. Also, ich glaube, die sind da, um dass man sie bewundert und das passt schon so, wie sie ist. Aber es ist wirklich eine geile Frage. Das ist ein eigenes Ding, verantwortlich für sein eigenes. Ja, ja, klar. Aber wenn ich mir jemanden aussuchen müsste, dann würde ich mir wahrscheinlich so einen Cristiano Ronaldo aussuchen oder so. Einen, einfach mal, um zu, selber zu spüren, was für ein Lifestyle und was für ein Hustle das ist. Genau. Ich glaube, ich würde den Dodo aussuchen. Das wäre eine gute Idee. Damit ich einmal in meinem Leben einen langen habe. Gehört, Leute, habt ihr gehört? Shoutout an mich selbst. Also, ich würde safe mich selber nehmen. Ich auch. Naja, ich glaub, aber wenn man müsste. Ich mag keinen Menschen auf der Welt mehr wie mich. Das ist jetzt auch nicht eingebildet oder so, aber. Ja, es soll auch so sein. Also ich glaube, so soll es halt auch sein. So. Ja. Ich glaube, die Leute, was nicht zufrieden sind mit sich selbst, die wären dann gern bei anderen. Ja, und wen würdet ihr nehmen, wenn ihr müsstet? Also, ihr müsst? Habt ihr freie Wahl? Ich glaube sogar McGregor. Ja, ich auch. Der John Jones wäre auch stark. Bro, weil der ist schwer kriminell. Ja. Der Ronaldo ist halt das Problem, dass der so viel mit Medien und Sport hat. Stimmt. Auch, ja. McGregor geht, okay, wahrscheinlich unterschätze ich das, aber zweimal am Tag ins Gym, tut Boxen und geht laufen oder weiß ich nicht was, ein bisschen Krafttraining. Der hat halt seine Familie, seine super Familie, ihm kann keiner was machen, er ist einer der reichsten Sportler der Welt und cooler Typ. Was ich mir gedacht habe, ich bin jetzt nicht so der Fan von kranker Publicity, also Cristiano Ronaldo kann ich rausgehen und Kaffee trinken. Ja, das also meine ich, das wollte ich auch sagen. So, so ein Inkognito-Reichen, so ein Schwerreicher, den man eigentlich so gar nicht kennt. Stimmt, aber... Ja, das wäre, glaube ich, eher das Geilste, weil ich glaube nicht, dass ich... Elon Musk, weil das so klug ist. Der Typ. Ja, okay, aber halt, der Typ ist halt auf einer ganz anderen Frequenz. Ich gerne wäre Stephen Hawking. Weil er tot ist? Nein, einfach so, wäre ich nicht gerne, ja. Ja, ich, immer wenn ich sowas... Ja, so, weiß nicht. Das ja, immer wenn ich ihn so gesehen habe, dachte ich so, Mann, so schade, dieses Genie. Und dann ist er halt doch auch irgendwo eingeschränkt. Das hat mir immer so leid dann. Ja. Naja, also ich wäre nicht gern ein Bekannter, glaube ich. Weil ja, ich würde das so ankotzen, wenn ich irgendwas machen will. Und das geht nicht, weil wenn ich einen Schritt vor die Tür mache, kommt jeder, will Foto machen. Bla, bla, bla. Das kann ich mir auch cool vorstellen. Spielerfrau von irgendwem. Spielerfrau? So eine, von irgendeinem extrem reichen Sportler. Am besten Sportler. So eine Spielerfrau, die gesagt hat, dass sie ihn nicht kennt. Und jetzt schwer reich ist und tut so, als wäre sie super erfolgreich selbst und die beste Frau der Welt. Georgina meinst du? Nein, ich meine aber so eine, weiß ich nicht, von irgendeinem Fußballer oder irgendeinem Sportler, der steinreich oder irgendein, wie heißen die, Cricket-Spieler, die haben ja auch unfassbar viel Geld. Cricket ist auch die so Frau von dem, krank. Die hackelt nichts, die hat sehr viel Geld, hat eine Familie, ist zu Hause, kann machen, was will und kriegt alles in den Arsch schon, so wie sie jede Frau heutzutage will. Ja. Ja. Genau. Krass, ja. Das wäre schon wieder sexistisch. Also nur Front und Frauen. Wie gesagt, wie hast du gesagt? Was Frauen sind das... Ein Fluch und Segen zugleich. Genau. Ich liebe Frauen, aber ich hasse auch Frauen. So, ich habe mir eine neue Internetseite rausgesucht mit random Fragen. Die erste random Frage, noch ein bisschen zum Zeitausschweifen. Was ist eins deiner Comfort Foods? Comfort Foods? Ja, bei mir ist es Popcorn. Ich liebe Popcorn. Boah, Popcorn stark. Ich weiß nicht, bei mir ist das Problem bei Popcorn, wenn ich die esse, manchmal, ich kann es nicht runterschlucken einfach. Da muss ich nachziehen. Wenn es hier hängen bleibt, ja, dann habe ich lauter so zerquetschte Popcorn im Mund und kann es aber nicht schlucken. Das habe ich nicht. Ich habe das immer. Bei mir geht dann nur das Aftermath auf die Eier, dass man überall... Ja, ich hasse es. Dann entzündet sich das oder so. Das hatte ich im Sommer. Ich hatte 3-4 Monate lang entzündeten Zahn, weil ich Popcorn gegessen habe. Popcorn oder Nachos? Was sagt sie? Popcorn natürlich. Popcorn, safe. Und was ich, boah, extrem overrated, wo mich wieder alle dafür haten werden, Popcorn mit Käsesoße. Sau stark. Kann man machen. Ich lieb's. So zwischendurch. Schmeckt wieder nur nach Käsesoße, dann trinke ich die Käsesoße. Aber du schmeckst nicht zum Popcorn. Von Popcorn. Ja, was mich abfuckt bei so salzigen Sachen ist, wenn die Lippe ein bisschen offen ist. Oder hier so. Das ist die Mundecken. Da habe ich in letzter Zeit nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist, wenn man sich irgendwie so Popcorn über die Lippen reinstopft. Ich mache einfach den Mund ganz weit auf. Anstatt legt mir dann den Popcorn rein. Seitdem habe ich das nicht mehr. Und manchmal hatte ich das, dass ich so viel Popcorn gegessen habe, kurz vorm Schlafen gehen, dass ich am nächsten Tag nur den Auftun in den Mund hatte, also im Mund drin, und dann hat nichts gut geschmeckt von dem, was ich gegessen habe. Mhm. Ja, das kenne ich auch. Ja, vielleicht ist es vom ganzen Salz, glaube ich. Ja, schon. Ja, Comfort Food. Also die Zeit, wo ich meinen Airfryer wirklich schwer missbraucht habe, so Wedges.
Alter, ich habe die Wedges? 10-mal am Tag essen. Ja. Oder selbstgemachte Wedges habe ich auch. Ja, gemacht. Im Airfryer also, halt. Selbst gemacht. Ja, ja, selbst gemacht. Also, Airfryer. Bro, ich habe das sicher jeden Tag gegessen, Alter. Das ist so nice. Also, wir haben ja jetzt drüber geredet, Kartoffeln. Haben wir drüber geredet? Ja, aber das fällt unter die Kategorie, ich kann es nicht aufhören zu essen. Ich könnte unendlich Pommes essen. Ich könnte unendlich Popcorn essen. Ich kann gar kein Pommes finden. Popcorn unendlich. Weil wir waren letztens, wo wir beim Su-Essen waren. Du warst mit, oder? Wo wir im Kino waren? Alle, glaube ich. Ja, doch, stimmt. Wirklich alle. Es waren 1000 Leute. Fetten Kebab gegessen mit Pommes. Und danach noch schön ein Kübel Popcorn. Ich habe nur kleine, also so mittlere Popcorn bestellt. Und dachte irgendwie, habe ich Bock auf Popcorn, aber den Kübel bestellt. Weißt du, wie viele Kalorien ich an dem Tag noch gegessen habe? Nach dem Fußball. Ich kann auch nicht viele Popcorn essen, das geht bei mir nicht. Also wenn ich bei euch mit Soletti? Kann ich auch das ist unendlich. Das ist unendlich. Solange sie da sind, esse ich es. Ja. Geil. Ja, bin ich aber auch kein Fan von. Warum redet man über so? Warum nicht über richtiges Essen? Warum über so Snacks? Boah, das, was ich wirklich regelmäßig essen kann und ich weiß nicht, warum das ist, weil jedes Essen vergeht einmal irgendwann. Mhm. So ein Mäcki vergeht, so, keine Ahnung, boah, Pizza vergeht. Aber ich finde, so regelmäßig ein Döner geht immer. Ja, stimmt. Du kannst ihn auf so viele verschiedene Arten essen. Das ist ja. Bei mir sind Spaghetti. Oh, passt auch, guter Call. Das ist das, was mein Comfort Food, was ich mir selber mache. Das sind Nudeln mit Butter, Salz und vielleicht noch Knoblauchpulver oder so. Ja. Das ist, wenn ich irgendwie gerade Hunger habe, aber keinen Bock auf viele Zutaten oder nicht anderes zu Hause habe, einfach mit Butter und Salz. Ja, also ich muss sagen, mir ist das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, also ich war ja in Italien vor kurzem, da konnte ich keine Pasta mehr sehen irgendwie. Wirklich? Weil das Problem ist es, dort kriegst du, wie bei uns, da gibt es so halt diese Kühlbock, also dieses Kühlbock, wo es so Getränke gibt und so, gibt es dort mit frischer Pasta. Boah. Boah, da kannst du nur dreimal am Tag Pasta essen. Ja. Das liegt so schwer im Magen, das ist insane. Ja, das stimmt. Ja, das ist das Problem bei Pasta. Das kannst mal eine Woche keine Pasta sehen. Aber ich finde einen Döner stimmt. Solide. Entweder dann nimmst du mal einen Dürüm, nimmst du mal ein Brot, vielleicht ein bisschen weniger Carbs und okay, ist nicht weniger Carbs. Nimmst du eine Dönerbox oder so mit Reis. Dönerbox mit Pommes overrated. Ja, guter Punkt. Finde ich auch. Pommdöner. Erstens Scheißname. Zweitens. Ich so Pommes zu Burger oder so nervig nicht. Muss ich überall Pommes dazu essen? Ja. Ich Pommes. Kannst Pommes mal kalt, mal Huhn nehmen. Ja, stimmt. Mal mit dem, mal mit dem. Mal zu dem Dönermann, mal zu dem Dönermann. Ein Mäcki kannst du auch andere Sachen nehmen, aber ist irgendwo immer gleich. Ich finde, das schmeckt alles irgendwie sehr ähnlich. Ja, stimmt. Außer begrüßt, ich vermisse den jetzt schon. Ich esse auch immer das Gleiche eigentlich beim Mäcki. Ich auch. Cheeseburger und diese Chickenburger. Ja, ich auch. Ich esse jetzt Chickenburger. Ein Chickenburger mit extra Mayo und extra Käse. Mhm. Sehr geil. Mit Mischung Mayo. Chickenburger mit Mayo. Kann man dazugeben. Also mit doch Mayo ist, glaube ich, kann man dazugeben. Ja. Und einen Big Mac, den ich dann teile. Das heißt, ich habe drei Burger. Also ich nehme immer ein Big Mac-Menü mit irgendwas dazu. Habe ich Hunger. Ich auch. Ich habe gerade gegessen. Ja. Wie sind wir jetzt darauf kommen? Achso, durch diese Frage. Achso, ja. Machen wir gleich die nächste Frage. Bitte welche machen wir noch? Yes. Piraten oder Ninjas? Piraten. Boah, Ninjas, Mann. Ich bin aufgewachsen mit Naruto, Alter. Das ist so Kinderproblem. Ich muss Ninja nehmen. Ich finde halt Piraten dieses Rustikale. Ich mag das so, dieses Dreckige. Und vor allem, es gibt immer noch Piraten, ne? Ja, aber die sind Somali. Die sind nicht so, schieß die Kanone, Segel. Ja, die ballern. Also Piraten finde ich so, ich finde das so witzig, dass es noch Piraten gibt. Ich meine, es ist wahrscheinlich gar nicht lustig, aber allein die Vorstellung, dass Piraten gibt. Ja, aber das Problem ist, dass die Piraten es anders ausschauen. Ja, es sind nicht so coole Männer mit langen Bärten. Mit so Augenklappe und so. Papagei auf der Schulter. Irgendwie jeder Pirat hat den Holzfuß. Was mit denen passiert? Das ist kein genug. Musst du abschneiden. Nein. Ich würde Ninja nehmen, ganz klar. Ich glaube, ich auch. Ich finde, das ist ja so eine Kunst, Ninja. Ja, cool. Kunst. Das ist ganz schwarz. Das ist ja schwer. Das, was ich bei Piraten cool finde, ist das so richtig rustikal. Ja, ich finde so auch toxisch cool. Männlich ist. viel rumsaufen und so. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, das ist beides. Die Ninjas sind so langweilig. Was? Die können so Saltos machen und so ein cooles Zeug. Dann gerne Schwerter. Sterne. Ja, als Pirat hast du Schwerter und Kanonen. Und ich liebe diese Kanonen, die wo du schießt und dann nicht so Rauch. So ja. Und dann musst du immer nachlegen. Nachladen. Cool. Das ist ein Film, Alter. Underrated Film, den habe ich letztens mit meinem Vater wieder geschaut. Ich glaube 1918 heißt der oder 1914. Irgendein Film mit 19, irgendeine Jahreszahl. Kriegsfilm. Ein Kriegsfilm, ein sehr, sehr guter Kriegsfilm. Sehr interessant. Also ist das nicht der, der einen Oscar bekommen hat für die Kameraführung? Ich glaube, das ist der. Ja, 100%. Ja. Der ist stark, der ist sehr stark. Nein, das ist nichts für uns.
Ich würde sagen, machen wir noch eine Frage, oder? Ja, dann suche ich mal kurz eine gute aus. Und zwar, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es? Teleportieren. Teleportieren? Ja. Kennst du den Film Jumper? Das ist ein cooler Film. Bro, wir müssen das nur... Schreibe ihn auf meine Liste. Ja, schreibe auf deine Liste. Teleportieren, ganz klar, also so im Fingerschnitt irgendwo sein. Bei Jump ist so, du musst erst ein Bild davon sehen und dann kannst du dich rein teleportieren. Okay. Und dann macht den Film so, geht er rein in einen Tresorraum und sowas. So und plündert alles und geht dann auf der Spitze von der Pyramide und so und wird dann gejagt. Richtig geiler Film. Was viele sagen, was ich nicht können wollen würde, ja. Sagt man so, oder? Ja, schön gesagt. Danke, Bro. Wäre Gedanken lesen. Gedanken lesen, ja, klar. Oh ja, nein, dann auf keinen Fall. Finde ich schon so schlecht. Kontrolliert oder nicht kontrolliert? Ich würde auch nicht, weil jetzt, wenn ich mit einer Frau bin oder sowas und ich bin so richtig verliebt in dir und denke mir, okay, was ist los mit ihr, würde ich dann schon irgendwo gern wissen, was das Problem ist, aber wenn sie gerade in den Ex denkt oder sowas. Dann manchmal will man auch delusional bleiben. Ja, also eben, das ist das. Ich bin froh, dass ich nicht die Gedanken von den anderen lesen kann. Boah, das ist schon cool. Manchmal würde ich schon gern können, aber da bin ich lieber dabei und sage mich, ich bin lieber sagen. Also ich würde safe teleportieren nehmen. Ja. 100%. Es gibt halt so, Fliegen ist halt auch so cool. Stell dir vor, du fliegst einfach durch die Gegend. Ja, aber teleportieren ist eigentlich dasselbe, nur du kannst dich eigentlich auch in die Luft teleportieren im freien Fall dann oder wieder zurück auf die Erde. Ja, teleportieren ist eh stark, aber es gibt halt so viele coole Fähigkeiten. So wie bei GTA, dieses L1R1, links, rechts, glaube ich. Das ist, wenn du dann... Das war der Cheat. Also einfach im freien Fall und dann im freien Fall, genau. Ja, voll. Das wäre cool. Und dann Boden geil. Endlich tot. Schau, dass du jetzt sagst, boah, keine Ahnung, hier ist Winter und denkst so, Fingerschnippen bin ich am Strand irgendwo in Thailand. Unsichtbar sein ist auch ein bisschen overrated, finde ich. Ist schon cool. Ich aber unsichtbar sein mit durch Wände gehen. Dann könnte ich wenigstens nackt sein immer. Ja, stimmt. Alter, ich würde so viel. Kennst du die Folge von SpongeBob? Boah, ja. Was ist das? Was ist das? Er zieht sich so die Hosen. Warum denn? Macht Flecken. Ja, Stefan, du bist unsichtbar und kannst durch Wände gehen. Zum Geist. Ja. Ich werde da so viel Scheiße machen, du glaubst nicht. Ich glaube, das wäre was für Stalkers. Gibt es noch ja, so viel super. Ich glaube, bei mir ist das top. Ja, stimmt eigentlich. Ich will unsichtbar sein. So, so wie Avatar, vier Elemente. So, mit Elementen spielen können wir auch. Wäre auch geil. Es ist eine Waffe und bring die um oder so. Ich kann einen Flammenwerfer irgendwie. Boah, ein Flammenwerfer. Von Elon Musk. Ja, der Flammenwerfer. Ist so cool. Ja. So Iron Man-mäßig auch krass. Spider-Man cool. Was ich sagen wollte, also unverwundbar sein wäre auch cool. Das haben wir letzte Folge nicht gemacht. Sachen empfehlen. Empfehlungen der Woche. Bei mir, weil ich bei Ihnen im Podcast haben Sie über YouTube-Empfehlungen geredet. Ich möchte bei YouTube empfehlen. Und zwar erstens, den haben weniger bei uns am Schirm, Danny Duncan. Der lebt genau meinen Lifestyle. Der macht nur Blödsinn den ganzen Tag. Der hat viel Geld durch sein Merch. Das Merch ist in jedem Zoom, es gab es auch bei Blue Tomato und so. Ich habe, glaube ich, 5 T-Shirts oder so. Ist ein unglaublich cooler Typ, kennt irgendwie sehr viele Leute, macht das auch im Podcast. Der macht nur Blödsinn. Der hat sich den Cybertruck gekauft, hat aber diese Hörner vorne dran montiert und so. Bomben! Der macht, also dem ist alles scheißegal und super Leben, ist sehr cooler Typ. Den kann ich empfehlen, vor allem Nelk Boys. Ja, Nelk ist bester YouTube-Kanal, den es gibt. Leider posten es nicht. Die Folge mit der Arm, mit den Amish. Boah, das ist krass. Der ist mit dem Taxi ich glaub, gefahren. Ich glaube, dass die Folge staged ist. Das ist schon sehr random. Dann auf einmal die Cuts und so. Naja, aber so, Nelk Boys, vor allem die alten Videos, wo sie fette Partys gemacht haben und so, kann ich extrem empfehlen. Die Bandtour und so, das ist so lustig. Sind irgendwelche YouTuber, die ihr gerne schaut? Ich schaue halt zurzeit echt gar kein YouTube. Boah, also, ich auch sehr. Das ist super, dass ich das angesprochen habe. Irgendwelche Empfehlungen von euch, irgendwelche anderen? Ich habe eine D-Empfehlung. Empfehlung. Der neue Ghostbusters-Film. Das ist einer der schlechtesten Filme, die es auf diesem Planeten gibt. Ich fand den irgendwie nicht so schlimm wie er. Als Kind hatte ich ihn so gefeiert. Halt. Ich dachte mir so, da macht eine Person ein massives Problem, löst das Problem dann am Ende. Auf Biegen und Brechen, die ganze Menschheit ist fast tot und alle feiern sie. Ja, das ist auch so ein banales, so ein schlechter Script Plot. Wie alles, Bro. Das ist so ein schlechter Plot. Fast jeder Actionfilm ist so. Ja. Also, ja. Deswegen fand ich auch Beekeeper so cool, weil es auch fast derselbe Plot war, aber sehr cool gemacht. Beekeeper war super. Einer der besseren Actionfilme, die ich gesehen habe. Obwohl er ein neuer ist und eigentlich jeden, den ich letztes Jahr gesehen habe, fand ich ass. Jason Statham ist ja auch so ein cooler Hund. Das war früher mein Lieblingsschauspieler. So ein geiler Typ, Alter. Er ist zwar kein unglaublich guter Schauspieler, der irgendwie facettenreich ist, aber das, was er macht, kann er unfassbar. Ich glaube, der kann auch nur die Rolle spielen. Ja, und kann sagen, der macht die Spielerwelt. Den ruhigen Bösen kann er spielen. Ja, genau. Mehr nicht. Ah, das ist Weltklasse. Ja, natürlich. Einer der Beste, glaube ich, was das angeht.
Ja, glaube ich auch, ja. Warte, wer hat das letzte gesagt? Mit irgendeinem Schauspieler mitmachen. Der sagt einfach, bester Schauspieler auf der Welt ist Dwayne The Rock Johnson. Was? Das ist krank. Der spielt immer seine Person in einem großen, starken Mann. Ja. Du kannst 10 Filme beieinander stellen, der ist immer dieselbe. Ja, ja. Und also er kann es auch gleich. Nur, weil er The Rock ist. Ja, ja, klar. Er ist super, super cooler Typ und so. Was sagst du, bester Schauspieler? Was sagt ihr? Ich sage Leonardo DiCaprio. Ja, DiCaprio, ganz klar. Christoph Waltz auch sehr gut. Ich meine, das ist natürlich jetzt wieder biased wegen Django, weil das mein absoluter Lieblingsfilm ist. Aber ich glaube, das ist schon Leonardo DiCaprio. Keanu Reeves. Auch total gut, aber ich habe nicht viele Filme mit ihm gesehen. Boah, Matrix muss schauen. Geil. Leonardo DiCaprio. Christian Bale. Banger. Super, ist krank. Ja. Und Brad Pitt finde ich auch top. Ja. Ja. Kann man so stehen lassen. Ben Affleck finde ich super. Auch cool. Wen gibt es denn noch? Ich finde bei so alten Filmen Jonah Hill extrem lustig. Mhm. Ja. So bei Superbad oder so. Ja. So bei 21 Jumps. Und dann wie heißt der Michael Cera, dieser Schirre, der auch mitspielt bei Superbad. Oder, Ja. Ich weiß, du meinst, auch super Schauspieler. Genau. Aber auch nur, weil er so eher ist. Also dieser komische Weirdo. Ist so De Niro, Alter. Boah, ja, das ist wie der. Das ist krank, Alter. Das ist unglaublich. Al Capone. Ja. Al Pacino. Al Pacino auch super. Ja, gibt schon sehr. Boah, die Robert De Niro ist bei mir auch unter den Top 10. Bro, Leute. Bryan Cranston. Wer? Als Walter White. Ja, so, Alter, ja. Es gibt keinen Menschen, der jemals eine Rolle besser gespielt hat, egal in was, als ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe es vor kurzem begonnen, Breaking Bad zu schauen. Weil wir es im Podcast angesprochen haben. Das ist. Vom Plot bis zur Kameraführung, die Transitions, welche Achtung auf sowas extrem, die Cliffhanger, das ist die best ausgeklügelste Serie, die es gibt, glaube ich. Es gibt selten eine Serie von sowas. Und jede Besetzung ist so perfekt. Mhm. Jeder Schauspieler ist so perfekt getroffen. Das hat sich ja am meisten, wenn der Schauspieler nicht zur Rolle passt. Mike vor allem. Mike ist so ein cooler Typ. Das ist auch bei Better Call Saul. Kennst du Mike? Weißt du, wen ich meine? Nein. Das ist dieser ruhige alte Mann. Der wird von Saul, glaube ich, von Saul, kann das sein? Ja, doch. Ah, ja, der Privatdetektiv. Genau. Der das Ohr dann verliert. Er ist so cool. Ja, finde ich sehr auch. Sehr cooler Typ. Aber super Charakter. Ja, Bryan Cranston, es ist Walter White. Sagt mir bitte, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, ein Film oder eine Serie, wo jemand eine Rolle besser gespielt hat. Jetzt kommt es mir nicht mit Peaky Blinders, Tommy Shelby. Super Rolle, aber nicht so gut wie Dings. Ja. Ja. Warte mal, ich habe noch einen, mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber auch ein super, super Schauspieler, den ich auch sicher unter den Top. Welche Filme hilft er? Warte mal. Jake Gyllenhaal. Ja. Super Schauspieler. Natürlich, überhaupt den Prisoners. Safe, der unglaublich, ist unglaublich. Krass. Also das ist meine Favorite Schauspieler. Frag mal. Das war's dann. Warte, ich habe, das ist die erste Folge, wo ich meine Wurst nicht ausgetrunken habe. Tschüss aus. So. Ich würde sagen, wie immer, gerne Kommentare, Feedback, Fragen, Themen, Challenges, irgendwas. Challenges. Anregungen, Erregungen. Wir könnten auch mal, wenn ihr wollt, irgendwie was Real-Life-mäßiges machen. Vielleicht, wenn es euch interessiert, einen Vlog. Machen wir mal irgendwas Lustiges, machen einen Vlog. So eine Special-Folge. Ich sag, das wird nichts. Ja, wo wir einfach können es probieren. Ja, wir können es probieren. Oder weiß ich nicht, irgendwas, wo wir mal. Wir können mal Challenges machen. Irgendwer hat gesagt, wir sollen Wer würde eher spielen. Ja, das machen wir. Machen wir das nächste Folge. Ja, machen wir safe Folge. Ruf mal Respert her, die soll wieder Fragen stellen und wir spielen Wer würde eher. 18 Plus Version. Oh. Fackvieh. Flaschentrainer küssen wir uns. Ja, Gott, ja, komm. Dann nicht. Na gut, das war das Abschlusswort. Wir küssen uns jetzt, Marco. Nein, ich soll auf der Kamera, sag einmal. Wir vergeben gut. Sonst hast du es ja wie ständlich, das Vieh? Ja, sehr gut. Hast du es jetzt umgebracht? Ja. Ich habe das vorhin weggeschnipselt und habe extra geschaut, dass ich es nicht umbringe. Also ihr seid Skandalmänner. Nope. Kein Fisch oder gefressen werden. Na gut, Leute. Werden wir weiter diskutieren privat. Wir wünschen euch nur das Beste. Bis nächste Woche. Schöne Woche, keine Tiere töten. Tschüss.